Gut, wir haben... Ah, ich habe die Waffe mitgenommen. Nicht unser Präzisions, sondern Boons. Einfach nur... Unser war, glaube ich, besser, aber einfach nur damit, ne? Was Schönes. Und jetzt halt die Piu-Piu. Ah, da sind wir nicht gut. Nahkampf hier. Kettensäge, falls irgendwie doch Legion auf uns zukommen sollten. Also machen wir das so. Und das einfach, damit wir von Weitem schön schießen können. Gut. Dann gucken wir doch mal. Mit Realität stören zu müssen. Da hinten sind sie. Wen interessiert es schon, ob wir auf demselben Weg wieder zurückkommen? Das ist doch kein Problem. Hey, Ricky. Verschwinde, ich bin beschäftigt. Okay, okay. Ich dachte, wir wollten ein bisschen... Okay, ich kann jetzt nicht mich umblicken, weil... Psst. Augenblick mal. Was? Könnte schwören, ich hätte da vorne was gehört. Oh nein! Der Mist, ein Hinterhalt. Alles so... Warte. Qualenbringer der Weißbeine. Kann ich den jetzt schon schießen? Der ist noch nicht rot. Ah, sie schießt hoch. Ah! Nein, Stella! Du könntest genauso gut eine Einladung verschicken. Ach, du Scheiße. Zieh die Köpfe ein, Leute. Zieh die Köpfe ein. Ich hab die Schnauze voll. Wir sitzen hier wie auf. Aber nichts ist rot. Oh, da fliegt er aber. Stella. Nein, nicht Stella. Stirb mir jetzt bloß nicht weg, Mädel. Jetzt ist rot. Jetzt ist rot. Nein! Warte ganz kurz, ich bin jetzt verwirrt. Qualenbringer der... Okay, sie haben auf jeden Fall eine Maschinenpistole. Es war nichts rot. Ah, gescriptete Scheiße. Bestimmt mussten sie alle sterben. Aber schwarze Datura-Pflanze, das ist neu. Ein Tomahawk. Zum Werfen. Ja, wir können ja mal Tomahawks werfen. Und Weißbeine-Outfit. Feuerresistenz. Ja, nee, bäh. Vielleicht später. Sieht bestimmt cool aus. Wollen wir mal gucken, wie wir aussehen damit? Darf ich jetzt eigentlich mehr tragen? Oh, ich dachte, es wäre eine Frau gewesen. Okay, guck mal. Wir sind jetzt einer von euch. Nicht sehr nett. Ich meine, gute Muss, also hier gute, ne? Oh Mann, was sollte der ganze Scheiß? Guck mal, guckt mich an. Judging. Hat es den ganzen Körper angemalt? Warum? Was für eine Arbeit. Die Karawanenwache. Jagdgewehr, Lederrüstung, nein. Ich bin jetzt verwirrt. Granatenwerfer. Ich bin jetzt über 120, also jetzt bin ich schon wieder. Scheinbar darf ich. Oh, da, ich hab's schon gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich machen soll. Bin ich jetzt total alleine? Oh, Vol 22 overall, das war Ricky. Und wir wissen, dass es in der Nähe ist, weil wir Ede nicht mehr haben. Ja, ja, ja. Ihr blöden Kanaan-Dinger. Seid ihr Kanaan-Dinger? Reisen Sie jetzt hier und teil. Das war eine Aufgabe von mir. Ich bin alleine auf mich gestellt. Das ist ja Fallout 3 plötzlich. Ob ich das schaffe? Oh, Jet, ich dachte, wir haben noch viel, viel miteinander zu tun. Na, mal Heilprofessor. Och, ich bin jetzt irgendwie traurig. Ich dachte, wir hätten mit... Oh nein, es tut mir leid, Jet. Kann ich jetzt trotzdem irgendwas machen mit der Happy Trail? Ich kann also nichts machen. Lasergewehr, nee. Stella. Oh, Akkupistole, da kriege ich sie zurück. Nein, komm, lassen wir es.
Oh nein. Ach, Stella. Deine Rüstung ist aber auch scheiße, ne? Ich nehme mal nicht alles mit. Ich kann es bestimmt irgendwo verkaufen, aber Geld ist jetzt nicht unbedingt. Nee, ich bin sauer auf das Spiel jetzt. Muss ich zugeben. Oh, ein Seesack. Oh, what the fuck? Ich meine, ich bin jetzt alleine, ne? Ich bin jetzt auf mich allein gestellt. Das ist scheiße. Das wollten sie wahrscheinlich. Aber warum diese ganze Geschichte mit denen? Und dass er wieder die Sachen verbessern möchte, die Karawanen. Warte mal, ich muss hier erst mal gucken. Nein, 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 oh nein, nicht alles. Ach, bestimmt habe ich jetzt wieder Kacke aufgenommen. Tut mir leid, nein, ach, es geht noch, es geht, ist egal. Oh, hier ist. What the fuck? Warum ist hier eine Maschinenpistole? Bei der Insel bei Fallout 3 war das halt so, dass man hingefahren ist und dann konnte man gucken, was da so ist. Aber hier dachte ich jetzt wirklich, wir helfen der Karawane wieder zu neuen... Wie heißt es? Ich kann wieder zurückreisen. Okay. Dann ist es ja doch nicht so gefährlich. Dann verstehe ich es doch nicht. Ich wollte denen doch nur helfen. Ich dachte, man kann mal was Nettes machen. Jetzt sind alle tot. Ich bin ja ein super guter Beschützer. Hätte man sie beschützen können? Ah, sie war nicht rot. Na, was hast du denn hier? Noch ein Tomahawk. Ja, wissen wir, da werfen wir ein paar Mal. Eine Polizeischrotflinte. What the fuck? Nice. Was ist das denn? Ich liebe Schrotflinten, warte. Gucken wir mal, was da. Betonstahlkeule. Voll clever, da oben die zu haben. Aber du machst schon, was du meinst. Ja, wir können die alle ausziehen, warte. Zombies! Okay, es zerfetzt jetzt nicht so toll. Schade. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Sie hätten irgendwie machen sollen, dass man nicht zurück kann, oder? Das würde wenigstens Sinn geben. Feuerwehraxt! Oh, unsere Feuerwehraxt ist wieder da! Ja, aber wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit dem... Haben sie das deshalb gemacht, weil man jetzt so viele Sachen bekommt? Dass man vorher deshalb weg... Das ist so gut, ne? Zum Verkaufen. Das sieht doch total nach Gothic aus. Da was drin. Ja, da ist was. Aber eine leere Kiste. Ah, ich habe Angst. Jo, ist aber auch immer schön. Wisst ihr was? Wir haben jetzt immer Ede und die anderen gehabt. Ich fühlte mich eher wie so ein Prinz, der die ganze Zeit Bodyguards hatte. Was auch schön ist. Aber jetzt gehen wir mal so diese Welt, diesen Grand Canyon. Ist doch, oder? Selbst mal erleben. Wir müssen auch mal unser eigenes Ding machen. Eine automatische, eine Polizeischrotflinte. Und da liegen sie beide. Oh, wie süß. Immer diese Gesichter. Ja, guckt, guck mal. Stein, ja, Papier, Schere. Er zeigt irgendwo hin. Sehr interessant. Ist auch eine Stahlkeule. Wo habt ihr diese Betonstahlkeulen? Warum überhaupt? Soll ich euch alle ausziehen? Kann ich eine Rüstung machen? Datura Gegengift. Gift heilen. Oh oh. Nein. Es sei denn, irgendwas Feuermäßiges kommt. Wisst ihr was? Wir machen das mal. Außerdem sieht das dann bestimmt super aus. Weil Feuerresistenz. Vielleicht kommt da ja irgendwas auf uns zu. Und wenn wir dann hier... Unterwäsche habt ihr trotzdem, ne? So eine braune, hässliche Windel wieder. Weil wir können ja reparieren. Das ist ja die Geheimwaffe von Fallout 3. Nice, plus 7 auch noch. Oh, ich liebe... Warum finde ich Schrotflinten so toll?
Repetierschrotflinte. Hä? Wieso hab ich das jetzt? Ist nur 3. Können wir... Bis wir... Ne? Runners Helm haben wir immer noch dabei. Was soll's? Hier. Welche davon sieht am besten aus? Also sehen beide gleich aus. Das heißt, es ist egal. Oh, wir haben das Outfit noch an. Upsi. Wartet kurz. Haben wir immer noch das... Ups. Haben wir das immer noch an? Was ist denn besser? Gucken wir mal. Wir machen jetzt mal hier eine schöne... Wartet. Das ist Option 1. Das sieht total bescheuert aus. Sieht voll billig aus. Damit meine ich nicht in Material, sondern eher. Ich meine, sie haben hinten einen Schutz. Da kann man überall schlafen. Du hast überall dein Bett. Du hast dein Bett dabei. Und vorne sieht man alles. Also so richtig so, Hallöchen. Und gleichzeitig ist die Hose aber kacke und die Flaschen sind wie eine... Ne, das geht gar nicht. Dann haben wir noch die Weißbeine. Tierhautrüstung. Warte. Das ist ja... What the fuck? Das ist ja noch heftiger. Ich kann nicht mal richtig ranzoomen. Also der französische Hut geht jetzt gar nicht. Das ist ja nackt. Das ist ja eigentlich nackt, was du gerade anhast. Wie schützt das gegen Feuer? Wie wär's mit Null? Sind Kanaane automatisch feuerresistenter und deshalb hat er überlebt, der Graham? What the fuck? Nee, komm, wir nehmen die Kampfrüstung wieder. Also, aber die hier, das ist schon heftig sexy, ne? Das mit den Flaschen, die vor deiner Brust rumbaumeln, ist jetzt ziemlich nervtötend schlecht. Da machen wir das so. Dann haben wir wenigstens dieses Sex. Das ist ja heftiger als Nachtgewand oder alles andere. Das war ja meine Fresse. Gut. Haben wir die Schrotflinte. Ja, guck mal. Das sieht cool aus, finde ich. Aber wieso die Charaktere überhaupt einbauen? Dann rede ich mit denen. Hättet ihr die nicht nach und nach umbringen können? Ich hasse das bei Horrorfilmen oder sowas auch, wenn sie... Wir speichern mal. Wenn sie das machen. Ganz viele auf einmal umbringen. Warum? So Verschwendung. Oh. Ist da noch einer? Hoi. Weißbeine lassen meist keine Überlebenden zurück. Du hast wirklich Glück gehabt. Wo kommst du denn her? Das kann ich dir versichern. Du bist von draußen gekommen, stimmt's? Aus den zivilisierten Ländern. Ich mag deine Kette. Wow, das wird Joshua hören wollen. Joshua lebt noch. War das nicht Joshua? Aber der ist doch kacke. Ist der wie Vegeta, dass er jetzt auf der guten Seite ist und deshalb bin ich auf seiner Seite und deshalb können wir gegen Caesar kämpfen oder was? Okay. Wieso zivilisierte Seite? Das war die zivilisierte... Okay. Zivilisierte Gegenden, was meinst du? Ich meine das Land hinter dem Tal. Dort, wo die Städte nie fielen. Wo die Menschen nicht in Stämmen leben und plündern, nur um zu überleben. Ihr habt keine Städte? Joshua sagt immer, dort draußen wäre auch kein Paradies. Aber wie kann das denn sein, verglichen mit dem hier? Kommst du mit? Tut mir leid, ich schweife ab. Joshua wird dich sehen wollen. Geh zu unserem Lager in Eastern Virgin. Erzähl ihm, wie du hergekommen bist. Ich bin rübergelaufen mit einer Karawane. Das passiert doch häufiger, oder nicht? Ricky war doch schon in Zion. Du hast eine seltsame Vorstellung von der Mojave, aber ich komme mit dir zu deinem Boss. Okay, auf geht's. Gut ist. Und wo wir schon dabei sind, kannst du mir vielleicht auch erzählen, wo du herkommst, ja? Kartenmarkierung zufügt. Reisen Sie das Zion-Tal, reisen Sie in das Lager der Wüstenpferde. Folgt Kreide hat Ihnen das extra gut gestapelte Steinhaufen verliehen. Wenn Sie mit Folgt Kreide in der Gruppe einen erhöhten Punkt im Zion-Tal erreichen, zum Beispiel Ranger-Station, es gibt Ranger-Stationen, werden alle umliegenden Kartenmarkierungen freigelegt und die Wahrnehmung 3 Minuten lang verbessert um 3. Toll, 3 Minuten, das ist ja richtig. Das ist ja richtig viel. Aber weißt du, was die Schrotflinte ist, wenn wir wissen, was auf uns zukommt. Bis dahin gibt's erstmal die hier. Na du?
Du hast... Oh, das ist eine... Hast du so eine... wie heißt das? So eine Tasche? Dann lass uns tauschen. Ich weiß nicht, was ich dir geben soll jetzt. Du hast eine Waffe, wie es scheint. Dann gebe ich dir... Deshalb musste ich jetzt meine anderen loswerden. Kriege ich noch ein Tier oder so? Das wäre geil. Weil ich musste ja beide loswerden. Er ist ein Mensch, ein Menschenmitstreiter. Wie wäre es denn, kriege ich irgendwie einen Wolf oder so? Wie geil. An den Wolf ist ein bisschen langweilig vielleicht. Für eine Echse? Oh, cool. Irgendwas Tolles, bitte. Okay. Du bekommst von mir Stimpaks. Und zwar... 9. Bitteschön. Und dann reden wir... Also immer gucken wir, was machen wir da? Ich möchte, er macht Fernkampf, er bleibt nah bei mir, das ist ziemlich egal. Ja. Er ist aggressiv. Ist okay. Ist okay. Und hier warten die, wir wollen reden. Was willst du wissen? Alles? Erzähl mir etwas über diese Gegend. Irgendwelche interessanten Tiere? Charon ist seltsam. Aber naja, dann wiederum, ich wollte eben eine Echse. Wer waren diese Stammesleute, die mich angegriffen haben? Weißbeine, üble Gesellen. Ihre Raubzüge führen immer tiefer nach Zion hinein, seit Neukanaan ausgelöscht wurde. Oh, ausgelöscht? Warte, was? Neukanaan wurde ausgelöscht? Wie? Das hat Joshua auch erzählt. Viele Weißbeine kamen vom Great Salt Lake und überfielen die Neukanaaniter, bevor sie sich verteidigen konnten. Ja. Joshua fand einige Überlebende, angeführt von einem gewissen Daniel. Die meisten waren aus dem Tal geflohen, aber Daniel blieb mit dem Tränenvolk da. Er hatte mit Joshua gestritten, ob sie gegen die Weißbeine kämpfen oder lieber die Wüstenpferde und das Tränenvolk aus dem Tal herausführen sollen. Oh mein Gott. Wo kommen die her? Das ist das Merkwürdige. Normalerweise bleiben die Weißbeine am Great Salt Lake. Ich weiß nicht, was sie so weit nach Süden geführt hat. Das ist die gleiche Geschichte wie drüben. Ich wollte eine neue Geschichte haben. Das ist fast... Das ist nicht sehr einfallsreich gerade. Das ist wie auf der anderen Seite vom Tal. Ich will mehr über dich erfahren. Oh, zwinker, zwinker. Was willst du wissen? Warum wirst du Volk Kreide genannt? Unsere Speer hinterlassen Kreidezeichen, um wildreiche Orte zu markieren. Ich bin noch kein echter Speer. Ich folge den Zeichen und führe die Jäger. Was sind das für Tätowierungen? Wir Wüstenpferde schmücken uns als Erinnerung. Wenn ein Jäger auf seine erste Jagd geht oder ein großes Tier erlegt, bekommt er eine Tätowierung. Wie? Und warum im Gesicht? Das ist so hässlich. Ich will etwas über deinen Stamm wissen. Was hat Joshua für dich getan? Ohne Joshua wären die Wüstenpferde immer noch die Prügelknaben des Zion-Tals. Okay. Er brachte uns bei, unser Territorium zu verteidigen und uns zu schützen. Er führte uns von Caesar weg und zeigte uns, wie Caesar uns zerstört hätte. Aber das ist wieder typisch, ne? Da muss von der anderen Seite vom Tal muss ein Weißer kommen. Ich weiß nicht, ob er weiß war, aber scheinbar ja schon so. Kommt wieder zurück und er muss den Leuten zeigen, wie es wirklich geht. Ist ein bisschen, ne? Was weißt du über die Neukanaaniter? Ein wenig. Ich traf paar Mal einige ihrer Missionare, aber ich war nie in ihrer Stadt. Joshua könnte dir mehr erzählen. Oder Daniel, schätze ich. Okay. Was hat es mit der Patronenhülse an deiner Keule auf sich? Welche Keule? Wir dekorieren unsere Keulen damit, zu Ehren von Joshua Graham. Sein alter Stamm nutzte sie als Waffen. Darum machen wir jetzt dasselbe. Ich kann nicht behaupten, dass sie sonderlich gefährlich aussehen, aber Joshua sagt, sie hätten den Westen erobert. Wir werden wirklich mit Joshua reden? Erinnerst du dich an irgendetwas über Joshua, bevor er eure Anführer wurde? Nur ein wenig. Ich war sehr jung. Er war anders. Stolzer, ja, aber härter, grausamer, bestimmter. Wie alt bist du denn? Ich hatte große Angst vor ihm. Hatten wir alle. Als er zurückkam, hätte ich ihn fast nicht wiedererkannt. Er war bescheidener. Ach so. Er wollte beschützen, nicht mehr zerstören. Oh, ja, wenn man erstmal angefackelt wird von seinem eigenen
ne, Boss und dann runtergekickt wird. Er muss ja ganz schön verbrannt sein jetzt. Okay. Also, er ist weggegangen, ne, da war er klein. Und jetzt, vor 4 Jahren war da der Unfall und seit 4 Jahren ist er jetzt der neue Anführer von denen. Aber die Weidentypen kommen vom Norden. Ich hatte doch schon Schwierigkeiten mit der Politik in der Wüste. Oh mein Gott. Okay, wir schaffen das. Warum ist es so wichtig, dass wir gegen die Weißbeine kämpfen? Naja, weil sie unsere Feinde sind. Ja, sie haben die Leute umgebracht. Was sollen wir sonst tun? Sie rauben unser Land. Sie töten unsere Speer. Sie wildern in unseren Jagdgründen. Hm. Sie haben Stella war es das doch, oder? Stella und Jet umgebracht. Das werde ich nicht verzeihen. Ich dachte, da krieg ich schön viel Geschichte zwischen den beiden. Also Ricky war mir egal. Meistens sind die Spiele so aufgebaut, dass Ricky stirbt, weil er so ein Vollidiot ist oder sowas. Aber sie hätten da ja auch mal was machen können, oder Leute? Dass Ricky wirklich wegläuft, überlebt und am Ende dann mutig ist und dann bleibt er hier und wächst über sich hinaus. Das wäre irgendwie cool gewesen, dass die eingesperrt werden. Irgendwie wird der Charon wird runtergeschmissen, den Abgrund oder sowas. Und ein bisschen wie Joshua. Sowas hätte ich besser gefunden, anstelle meine gesamte Gruppe auszulöschen. Und dann kann man sie retten, Jet verliert vielleicht ein Bein oder sowas. Und Stella übernimmt dann die Karawane, sowas. Das hätte man so viel mitmachen können. So richtig kleine Minigeschichten, Charakterentwicklung. Okay, ich will etwas über deinen Stamm wissen. Nicht wirklich. Wir landeten im Land des Wüstenpferdes, auch wenn ich keine Ahnung habe, warum die damals Leute es so nannten. Pferde? Wir plünderten und kämpften und verloren. Unsere Feinde trieben uns nach Zion zurück. Ohne Joshua wären wir verreckt. Ohne ihn und seinen Caesar. Aber ihr wart doch böse. Werden wir Pferde sehen? Weil mich wundert, dass Pferde ausgestorben sind in dieser Welt, muss ich zugeben. Ich meine, es ist der Wilde Westen. Moment, was ist mit Caesar? Als Joshua herkam, war er der Diener des Mannes namens Caesar. Er führte die Armeen seines Meisters und wir waren bereit, ihm in den Krieg zu folgen. Ah, sie wollten sie wegnehmen. Er verlor die Armee seines Meisters an den Stamm Ensia, das Abendrotvolk. Als er zurückkam, war er so wie jetzt, verbrannt, gebrochen, verändert. Er führte uns weg von Caesar, führte uns zu unserem eigenen Schicksal in Zion. Okay. Sie wollten also die Leute eigentlich nur für ihren eigenen Zweck nutzen und jetzt haben sie es aufgegeben. Und Caesar kommt einfach nicht mehr hin, weil er Joshua vergessen will? Ich habe keine Fragen. Frag nur. Erzähl mir etwas über diese Gegend. Irgendwelche interessanten Tiere? Es sind größtenteils Gebirgsgroßhörner. Auf den Klippen ist eine ganze Herde. Wo? Eigentlich sind sie nicht sehr aggressiv, aber in letzter Zeit... Puh, ich vermute, dass sich eins der Kälber unterwegs verlaufen hat. Großhörner sind Herdentiere. Ein Kalb fehlt und die ganze Herde spielt verrückt. Typisch wie Menschen. Wenn das Kalb nicht bald auftaucht, könnte es passieren, dass sie ins Tal herabkommen und das Lager angreifen. Okay, vielleicht kann ich dir da helfen. Das klingt nach viel zu viel Arbeit. Vielleicht kann ich dir da helfen. Ach ja? Hey, danke. Die meisten Jäger hören nicht zu, wenn ich ihnen von dem Problem erzähle. Eins noch, töte keine Großhörner, wenn es sich vermeiden lässt. Du verscheuchst sonst die Herde und wir müssen auf der Jagd weiter raus. Ich versuch's. Er ist aber echt... Warum bist du so nett zu mir? Ich habe noch nicht mal mein Negligé an. Boah, muss ich gleich mal anziehen, nur für ihn, weil dann geht er richtig ab. Aber kann ich ihn daten? Ist einfach... Charon hat immer noch kein Glück gehabt. Was soll ich deiner Meinung nach sonst machen? Ich werde tun, was ich kann, aber ich muss mich verteidigen, wenn ich angegriffen werde. Ich werde mich darum kümmern. Okay, was soll ich deiner Meinung nach sonst machen? Du kannst versuchen, das Baby mit ein paar Yucca-Bananen herauszulocken. Yucca-Bananen? Diese Großhörner sind ganz verrückt danach. Okay, ich werde mich darum kümmern. Das ist großartig. Ich werde großartig helfen, so gut ich kann. Er ist so ein bisschen... Hä? Was? Alles? Er ist so ein bisschen... Was willst du wissen? Ich will mehr über dich erfahren. Das hatten wir schon, ne? Das ist alles. Geh.
Okay, wir haben also eine neue Aufgabe. Das ist doch schön. Die wurde, also ich hab's gehört. Finden Sie einen Weg zu den Klippen. Machen wir einfach nebenbei. Weißt du, Sharon ist einfach, der ist abgebrüht. Der denkt sich jetzt einfach so, weißt du was, scheiß drauf. Wir brauchen einmal Yucca-Bananen. Dann sind die anderen halt alle gestorben, was soll's. Können wir da unten hin? Ich trau mich da jetzt nicht runter. Okay. Yucca-Bananen. Sehr schön. Als ob es so gewollt ist. Dann müssen wir rausfinden, wo jetzt dieses Vieh ist. Was ist das hier? Ist das ein Rätsel? Ist das ein Rätsel? Sag mal. Scheinbar nicht. Zeig mal deine Tattoos. Was ist das da? Das ist irgendwie witzig. Magst du Echsen? Können wir eine Echse bitte als Mitstreiter haben? Die Feuer speit oder so? Das wäre toll. Ich habe... ach, hier ist ja noch dieser blöde Sturmtrommler der Weißbeine. Was ist denn mit euch los? Aufbereitetes Wasser. Ja, wir nehmen mal alles mit hier, ne? Außer das jetzt. Wir haben ja jetzt... wir haben ja das hier jetzt für alle... falls das andere kaputt geht, ne? Wie viele Bananen will das Vieh denn? Und warum ist da... ich habe da gerade gesehen, das ist ein Schild. Was zur Hölle? Wir könnten hier runter. Aber wir sollen nach oben, ich weiß. Warum trägst du überhaupt all diese Kronkorken mit dir herum? Die klappern doch wie verrückt. Ja, das zeigt, dass ich wichtiger bin und Geld habe. Und irgendwann, mein Volk Kreide, da gehe ich zu den reichen Spielern in New Vegas. Irgendwann in diesem Spiel. Und werde mir eine Wohnung kaufen. Für, weiß nicht, wie viel die kosten wird. 30.000? Ich meine, ich habe mir mal eben... Warte. Was? Siehst du den Baumstamm dort drüben? Ja. Wirf einen genaueren Blick drauf. Da könnte gutes Zeug drin versteckt sein. Okay, das sieht auch sehr seltsam aus. Oh geil, gutes Zeug, Heilpulver und Pinienkerne. Dankeschön. Oh, du bist so nett. Hoffentlich stirbst du nicht. Ich werde versuchen, dich zu beschützen. Hier hoch sollen wir? Scheinbar ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich meine, ich hatte 26.000. Das finde ich immer noch lustig. Habe ich ausgegeben, um sie zu töten. Ihre eigenen Leute. Also, ich habe dir so gedacht, bin ich nicht ein bisschen am Cheaten, aber gleichzeitig, man muss erstmal 26.000 haben, ne? Es ist so leer und so hässlich irgendwie, aber auch gleichzeitig hübsch. Was ist da unten? Da liegt irgendwas. Ah, da liegt eine Kuh. Gehen wir doch mal runter. Da liegt eine Kuh. Voll Kreide. Kann ich dich einfach Kreide nennen? Wenn man jeden so benennen würde, nach dem, was er tut. Überlegt mal, wie ihr oder eure Freunde oder Familienmitglieder oder sowas heißen würde. Er heißt Volkkreide, weil er Kreide folgt. Denn eure Mutter heißt dann irgendwie Volk Schwen. Macht sauber? Nein. Macht gar nichts? Sollen wir mal runterspringen? Warum trägst du überhaupt all diese Kronkorken mit dir? Ja, ich kann nicht antworten. Die klappern doch wie verrückt. Achso, dann geht's einfach hier runter. Wir können auch nicht runter, okay. Es sieht nach Skript aus, deshalb wollte ich erstmal alles andere machen. Warum ist das Schild so gut noch? Ein Wanderweg. Oh, wie süß. Ist das ein hoher... du hast doch... dein Perk ist doch irgendwie mehr hohe, wenn ich hochstehe. Meine Wahrnehmung zu erhöhen. Ah! Oh, ein Boot! Das ist aber langer durchgehalten dann. Und da sind Schilder? Scheinbar. Und Blut. Ha. Ach, dass wir immer mal von Buhnen dabei haben, ist auch irgendwie schön, ne? Aber warum wurden die jetzt plötzlich angegriffen? Wir folgen diesem Pfad ein Weilchen. Netter Blick auf den Fluss, oder? Ja, das stimmt. Oh, der ist ja voll nett. Hoffentlich machen sie das jetzt nicht so wieder mit dem anderen.
und töten ihn dann. Der ist ja voll nett. Oh mein Gott.